In Groß-Auschwitz, im vorderen ersten großen Auschwitz, fand die Aufnahme statt. Der Zug war aus mehreren Transporten zusammengekoppelt und da wurde gleich sortiert. Die Juden dahin, die Sinti dahin, die Polen dahin. Alles war eingeteilt. Man wurde einem Arzt vorgestellt. Der gab ein Signal, meist mit einer Klingel, und machte eine Handbewegung. Da lang, da lang. Er hatte eine große Liste. Und auf einmal waren die Kinder weg und ich wurde zu mehreren jungen Leuten gesellt, etwa in meinem Alter. Man musste den Arm aufkrempeln und ein Pole, er hieß Bogdan, tätowierte uns mit einer Art Füllfederhalter eine Nummer auf den Arm. Z, das stand für sogenannte Zigeuner, Z6084 war meine Nummer. Wer 2 Jahre in Auschwitz war wie ich, bekam eine gewisse Stumpfheit. Alles haben wir wehrlos mit uns geschehen lassen. Bevor es zur Aufführung oder sagen wir mal zum Einstudieren dieses Theaterstücks kam, waren diese jungen Menschen bei uns in der Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn. Wir leisten dort politische Bildungsarbeit und sie waren so aufmerksam, sie waren so still. Das waren, glaube ich, 35 Schüler. Ich habe da gar nichts abgeschraubt. Doch, sagte er, mach keinen Unsinn. Der Meister Schmäler hat dich gesehen und auch der Kramer. Das war dann wieder Geschichte zum Anfassen, so zum Greifen nah, weil sie ist ja die Tochter von Otto Rosenberg, der das alles hier in Berlin erlebt hat, also wie die Sintis da nach Marzahn gebracht wurden und von dort in die Konzentrationslager. Ja, und er hat die komplette Familie verloren und das greift natürlich an und die Kinder merken dann, dass Geschichte eben nicht nur ganz lange her ist, sondern allgegenwärtig. Ich denke, einiges von dem, was ich euch vorgelesen habe aus den Erinnerungen meines Vaters, das war für euch vielleicht nicht so leicht nachzuvollziehen. Ihr werdet vielleicht auch einiges nicht verstanden haben. Waren da viele Konzentrationslager? Ja, es gab sehr viele Konzentrationslager. Und das Konzentrationslager Auschwitz war ein Vernichtungslager. Es ist beeindruckend, in ihre Gesichter zu schauen. Ja. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Wie hätte Otto Rosenberg jemals wieder glücklich sein können? Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass es eigentlich erst passiert ist, sozusagen. Genau. Weil es ist ja gar nicht so lange her. Mir ist aufgefallen, an unserer Schule sind immer mehr Roma-Kinder, Familien, die kommen auch aus Osteuropa und sehe aber, dass sie auch sehr gerne in die Schule gehen und regelmäßig gehen und teilhaben und trotzdem auch mit dem täglichen Rassismus konfrontiert sind und Vorurteilen. Und deswegen dachte ich, in diesem Jahr liegt der Fokus auf das Schicksal der Sinti und Roma. Und dann habe ich Vera Pachale kennengelernt und sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, zum Thema Sinti und Roma etwas zu machen. Und dann kam sie auch ganz kurz darauf mit diesem Theaterstück, was mich sofort überzeugt hat. Also wir hatten genau sozusagen 3 Tage Zeit dafür. Wir haben festgestellt, dass auch so ein Klassenraum viel zu klein ist für so eine Theaterprobe. Wir haben eigentlich alles improvisiert. Dann ist der Text, während der Nazi-Zeit wurden 500.000, stellt euch das mal vor, 500.000 Sinti und Roma in den Vernichtungslagern umgebracht. So, 21, 22, dann geht die Musik weiter, Wolke zieht ab und dann komme ich mit dem Engel und tippe euch an. Dann kommt ihr dann langsam raus. Nicht schnell, ganz langsam. Wir gehen dann um 9 mit Vera runter und werden dann da unten. Erst waren sie sehr skeptisch. Theater, kann ich das? Also persönlich habe ich mir schon so gedacht, dass unsere Klasse so jetzt
nicht so richtig halt dafür geeignet ist, weil wir eher so eine Klasse sind, die ein bisschen lauter ist als die anderen. Schon sehr besonders, weil dann erfährt man auch, wie es früher so war und wie die Leute halt zu Unrecht behandelt worden wurden früher. Ich finde das sehr gut, weil es auch zeigt, wie wertvoll sowas ist. Es auch wirklich mal die Geschichte in das frühere Leben zeigt. Ich habe hier einen Engel mitgebracht, der symbolisch die Toten zum Leben wiedererweckt, dass wir den Geist der Toten nicht vergessen. Natürlich freuen wir uns alle auf Stück und ich bin schon gespannt, wie es dann ist. Manche sind schon ganz aufgeregt, ich kann es aber auch verstehen. Die systematische Verfolgung und Ermordung von Sintize und Romja werden in der deutschen Sintize-Community vor allem Holocaust genannt, in einigen Romja-Communities Puraimos. Das ist Romnes und bedeutet so viel wie verschlingen oder zerstören. Die SchülerInnen der nächsten Performance haben sich genau mit diesem Genozid auseinandergesetzt und aber auch mit dem andauernden strukturellen Rassismus. Die Künstlerin Vera Pachale hat ein Puppenstück geschrieben und mit 8 Schülerinnen der Grundschule am Wilhelmsberg auf die Bühne gebracht. Das sehen wir jetzt. Früh tau zu Bergen, wir ziehen Wallera. Es locken die Täler im grünen Wallera. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Komm mit und versucht es doch selbst einmal. Schnauze, Zigeuner! Wir sind Sinti. Wir sind Roma. Wir sind Deutsche. Wir sind Berliner. Wir sind Christen. Christen. Wir sind Kinder. Wir sind Künstler. Bravo! Das interessiert mich nicht. Schnauze und steigt in den Zug. Große rechts, kleine links. Und jetzt gehe ich noch in die Kneipe. Millionen von Menschen fielen dem Massenmord durch die Nationalsozialisten zum Opfer. Darunter waren auch 500.000 Sinti und Roma.
Anfang waren, glaube ich, alle sehr nervös und manche haben ihren Text vergessen, aber dann ungefähr bei der Mitte lief es dann alles sehr gut. Also die Kinder sind wirklich gewachsen, Tag für Tag. Ich war jetzt sehr stolz auf unsere Klasse, weil wir das wirklich so gut hingekriegt haben. Ihr wisst es selbst, dass Menschen tagtäglich ausgegrenzt werden, weil sie andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Sprache sprechen, weil sie eine andere politische Gesinnung haben, weil sie unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass wir alle gleichberechtigt in diesem Staat leben können und dass jeder von euch die Verantwortung hat. Das ist unsere Zukunft. Ihr jungen Menschen, ihr seid unsere Zukunft. Bevor ich euch hier gesehen habe, hatte ich mir ein Zitat zurechtgelegt, das ein anderer Politiker vor vielen Jahren uns mit auf den Weg gegeben hat, nämlich Richard von Weizsäcker. Die Bitte an die jungen Menschen, also an euch, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken, gegen Alternative oder gegen Konservative, gegen Schwarz oder gegen Weiß. Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Ich hoffe und ich bin auch ziemlich sicher, all die Schüler, die heute hier waren, dass die etwas mitgenommen haben von diesem Tag.